Trotz aller Wunder, die er vor ihren Augen getan hatte, glaubten die Menschen nicht an ihn. So sollte sich erfüllen, was der Prophet Jesaja vorausgesagt hatte. Herr, wer glaubt denn unserer Botschaft? Wer erkennt, dass Gott es ist, der diese mächtigen Taten vollbringt? Jesaja hat auch den Grund genannt, weshalb sie nicht glauben konnten. Gott hat ihre Augen geblendet und ihre Herzen verschlossen. Deshalb sehen sie nicht und sind nicht einsichtig. Sie wollen nicht zu mir umkehren. Darum kann ich ihnen nicht helfen und sie heilen. Jesaja konnte so reden, weil er die Herrlichkeit von Jesus gesehen hatte. Und seine Worte bezogen sich auf ihn. Und doch gab es unter den führenden Männern des Volkes viele, die an Jesus zu glauben begannen. Aber aus Angst vor den Pharisäern bekannten sie sich nicht öffentlich zu ihm. Denn sie wollten nicht aus der Gemeinschaft des jüdischen Volkes ausgeschlossen werden. Ihnen bedeutete die Anerkennung der Menschen mehr als das Ansehen bei Gott. Laut verkündete Jesus: Wer an mich glaubt, der glaubt in Wirklichkeit an den, der mich gesandt hat. Und wenn ihr mich seht, dann seht ihr den, der mich gesandt hat. Ich bin als das Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht länger in der Dunkelheit leben muss. Wenn jemand meine Botschaft hört und nicht danach handelt, verurteile ich ihn nicht, denn ich bin nicht als Richter der Welt gekommen, sondern als ihr Retter. Wer mich ablehnt und nicht nach meiner Botschaft lebt, der hat schon seinen Richter gefunden. Was ich verkündet habe, wird ihn am Tag des Gerichts verurteilen. Denn ich habe nicht eigenmächtig zu euch geredet. Der Vater hat mich gesandt und mir gesagt, was ich reden und verkünden soll. Und ich weiß, die Worte, die er mir aufgetragen hat, führen zum ewigen Leben. Deshalb gebe ich euch alles so weiter, wie der Vater es mir gesagt hat.